Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio in Space Age hier auf dem Planeten Gleber. Und unser zweites Raumschiff, Versorgungsraumschiff, ist angekommen. Und somit sehen wir hier verschiedene Materialien ankommen. Wie wir hier in meinem Inventar sehen, habe ich mich ein bisschen vorbereitet, während wir auf die Rückkehr vom Raumschiff warteten. Und ich habe hier auch ein Layout ausprobiert für unsere Gärten, für unsere Farmen. Und zwar müssen wir hier die Samen reinbringen und können dann hier die Produkte ernten. Und das machen wir mit dem gleichen Förderband, denn wir wollen den Footprint, den wir hier in dem Gebiet, auf dem wir ernten können, möglichst klein halten, so dass wir die Fläche möglichst gut ausnutzen. Und dann haben wir hier außenrum ein bisschen Förderbänder, um die Versorgung sicherzustellen. Und das Ganze ist nach links, also horizontal und vertikal teilable. Und etwas, was wir uns auch überlegen müssen, ist, weil all diese biologischen Produkte, die verrotten und werden dann irgendwann zu Unrat. Und darum müssen wir möglichst schnell hier die Produkte dann auch verarbeiten zu etwas, was wir brauchen können. Und was ich bisher gesehen habe, werden auch die Wissenschaftspakete, die wir hier herstellen, eventuell irgendwann mal verderben. Das heißt, da sollten wir wahrscheinlich schauen, dass wir auf der einen Seite die möglichst schnell nach Navis bringen für die Forschung. Und wahrscheinlich in kleinen Mengen, also nicht, dass wir hier ein großes Lager aufbauen und die dann rüberschicken, sondern dass wir das möglichst effizient und schnell erledigen. Was ich hier jetzt noch brauche... die Untergrundbänder, denn hier diese Verbindung, blau ist immer noch eins zu wenig lang, aber das funktioniert erstmal so. Und was ich auch gesehen habe, hier im Nachschlagewerk, die Farmen, die können wir auf Gleber, aber auch auf Navis platzieren. Und Navis hätte den Vorteil, dass wir da dann die Aliens nicht anlocken, denn wenn wir hier sehen, momentan gibt es keine Sporen. Aber ich habe gesehen, als ich hier oder hier Pflanzen abgebaut habe, haben sich die Sporen da ausgebreitet. Und das ist etwas, was wir vermeiden wollen. Und ich denke, dieses Setup werden wir hier unten etwas platzieren. Ich denke, was wir
mein Grundgedanke hier ist, dass wir die Inputmaterialien haben wir von oben nach unten und dann die Outputmaterialien via das verdorbene Zeug, das geht wieder nach oben. Und letztendlich ist das dann ein Kreislauf. Und da denke ich, muss ich einfach mal ein Layout mir ausdenken und wahrscheinlich zwischen zwei Farmen, die wollen wir nicht knapp pflastern, denn was wir vielleicht brauchen, ist zwischendurch etwas Verteidigung, vielleicht Mauern. Wir brauchen Sortierung auf den Bändern, denn ich denke, dieses Band hier, oder zumindest das Band, das dann ganz rechts ist, das ist dann das Inputband für unsere weitere Verarbeitung. Drum, ich mache hier mal eine Kopie. Landwirtschaftsfabrik oder Garten. Und vielleicht das Kernstück hier ist dieser da. Gut. Und dann denke ich, ich baue vielleicht mal 2-3 von denen auf. Und dann werden wir sehen, wie wir erstmal an Eisen kommen. Und dann der nächste Schritt ist die Verarbeitung vom Unrat in Kohlestoff, sodass wir den Kohlestoff in die Heiztürme umwandeln können. Und was mir da fehlt, ist Beton. Aber vielleicht sollten wir hier erstmal ein Raketensilo uns hinstellen. Okay. Nicht ganz so viel Holz. Ein Raketensilo. Und das heißt, das hat unseren ganzen Beton aufgebraucht. Aber ich denke, wir können grundsätzlich Beton herstellen. Wenn wir da drüben etwas Ziegelstein abbauen. Wir können auch hier auf diesem Planeten finden wir sicher noch natürlich vorkommende Bakterien, die wir zu Eisenerz zerfallen lassen können. Denn was wir hier, die Produktionskette sieht so aus. Wir brauchen den Gelee, da bekommen wir Unrat raus und einen kleinen Anteil aus Eisenbakterien. Die Eisenbakterien verderben dann zu Eisenerz und die können wir zu Eisen verarbeiten. Und den Gelee, den bekommen wir aus der Gelee-Nuss. Und eine Gelee-Nuss, da bekommen wir auch wieder Samen raus, neben dem Gelee. Und überall, glaube ich, auch noch Abfall. Aber ich besorgen wir hier erstmal etwas
etwas Stein. Ziegelstein. Denke, das können wir in eine Holzkiste packen. Dann gehe ich da mal noch rum etwas Eisenerz einsammeln. Und dann können wir versuchen, eine Produktion für Eisenerz aufzubauen. Ich habe hier mal was zurechtgebastelt. Hier unten haben wir die Konversion von den Nüssen in Gelee mit dem Beinebenprodukt von Nüssen. Hier oben machen wir dasselbe für die Yumako Samen und Brei. Und hier bekommen wir 12 die Sekunde raus, hier nur 6, darum haben wir hier oben das Doppelte. Aber das Setup ist im Wesentlichen immer dasselbe. Die Samen gehen hier in die Mitte raus und dann nach oben. Hier von unten, von dieser Seite, da holen wir das Material, das wir verarbeiten wollen, und das legen wir dann da oben raus. Und die Bioreaktoren, die brauchen keinen Strom, dafür brauchen sie Nährstoffe und dafür haben wir dieses Band hier unten. Aber die Nährstoffe, die können wiederum verderben und zu Unrat werden. Drum hier am Ende dieser Filter, dieser Splitter, wo wir den Unrat hier wegnehmen. Und für Eisen habe ich hier das Setup bereits mal vorbereitet. Und für Kupfer wird es dann dasselbe sein, einfach hier oben. Auch wieder unten nehmen wir die Nährstoffe rein, dann Unrat geht in der Mitte raus und kombiniert sich mit diesem Band, und oben auf dieses Band legen wir dann wahrscheinlich nicht Eisenerz, sondern die Bakterien. Gut, schauen wir uns das noch an. Und dass die Bakterien, die gehen dann erstmal hier in Kisten, wo sie warten, bis sie verderben und zu Eisenerz werden. Und dann können wir das rausknicken und hier oben zu Eisenplatten verarbeiten. So gesehen brauchen wir nicht allzu viel Strom. Wir brauchen Strom für unsere Knickarme, für die Farmen. Und natürlich dann hier für den Schmelzprozess. Und hier kommen wir mit Unrat rein und konvertieren den Unrat in Nährstoff. Wenn wir das hier anschauen, dann sehen wir, okay, der Nährstoff, den wir rausbekommen, ist zu 50% verdorben. Also das heißt, die Nährstoffe werden zu Unrat innerhalb von 5 Minuten. Das heißt, diese Nährstoffe sind bereits halb verdorben. Das heißt, sie haben eine Lebensdauer von 2,5 Minuten. Und das Ganze müssen wir natürlich mit etwas Unrat füttern, beziehungsweise mit etwas Nährstoff füttern, damit die ersten Maschinen dann hier anlaufen können. Und wir haben hier einen Loop. Ich weiß nicht, ob wir diesen Feedback Loop hier unten brauchen oder ob wir hier mit rauslegen rein saugen, ob das funktioniert. Das werden wir sehen. Und alles, was wir dann hier oben noch übrig haben an Unrat,
geben wir hier in diese Kette rein, wo wir Unrat zu Kohlenstoff verarbeiten. Kohlenstoff geht dann hier raus und dann hier in ein Heizkessel-Array, wo wir Strom erzeugen. Und wir werden wahrscheinlich nicht allzu viel hier rausziehen können, aber das müssen wir einfach mal anschauen, wie das funktioniert. Wir müssen zwei Dinge hier machen. Hier Strom, damit wir den Unrat, den wir angesammelt haben, hier mit aufs Band legen. Und dann brauchen wir hier etwas Nährstoffe. Und sobald der erste Unrat hier ankommt, müssen wir sehen, wie dieser verarbeitet wird. Und da sehen wir, dass das funktioniert eigentlich recht gut. Das heißt, da brauche ich wahrscheinlich nichts. Und irgendwann sind die dann vollgelaufen und das Ganze geht zum nächsten über. Die Frage ist letztendlich, haben wir genügend Unrat, den wir produzieren, dass wir hier die ganze Pipeline füllen können. Und vielleicht braucht es einfach ein bisschen Zeit, bis alles vollgelaufen ist. Wir da etwas Überschuss haben und dann hier oben auch Kohlenstoff produzieren. Das andere, was wir hier machen müssen, wir müssen natürlich hier für den Input für unsere Farmen die Samen reinlegen. Und für Eisen bzw. die Eisenerzverarbeitung, da haben wir nicht allzu viel. Aber da müssen wir einfach warten, bis wir das Ganze so zusammen haben, dass wir es brauchen können. Und hier oben machen wir mal das hier an. Von den Samen für die Kupfer habe ich etwas mehr. Hier sehen wir, okay, auch die sind nun gefüllt. Allerdings, die Nährstoffe werden wahrscheinlich verderben. Und bin mir nicht sicher, ob das Setup hier gut genug ist, denn die Nährstoffe werden da nach unten gehen. Wir müssen die hier reinfüttern. Dann hoffentlich haben wir genügend Nährstoffe, um das ganze System zu füttern. Wir haben hier unterbrochen. Was wir natürlich auch machen könnten, ist all das, was diese zwei Maschinen nicht verarbeiten, könnten wir wiederum zu Nährstoffen produzieren, beziehungsweise aus dem Brei können wir
Nährstoffe herstellen, die unverdorben sind. Aber wir probieren das mal mit diesem Setup. Und wenn wir sehen, es funktioniert für Eisen, dann können wir das Ganze auch versuchen noch mit Kupfer zu replizieren. Ein kleines Detail habe ich bei diesem Setup hier übersehen. Wir können hier keine Aussaat machen, denn für die Samen brauchen wir das entsprechende Substrat. Und für die Gillnuss ist es hier das weiße Gebiet, wo wir die Gillnuss auch geerntet haben. Und wir haben die Möglichkeit, hier künstlich Boden herzustellen, um das Gebiet zu vergrößern. Aber dafür brauchen wir mehr Samen. Drum denke ich, das Setup mit so großflächig Erntefelder und dann quasi wie ein Bus, das wird so nicht funktionieren. Aber ich denke, so ein Setup mit einem Feld, das können wir belassen, aber die Anordnung wird wahrscheinlich nicht ganz in einem Schachbrettmuster funktionieren. Und dann brauchen wir auch nur ein Setup für die Verarbeitung, weil entweder sind es die Nüsse oder die, wie immer die auch heißen, die Yamako-Früchte, und aus denen können wir dann die Dinge herstellen. Und vielleicht ist es auch geschickter, wenn wir quasi nicht die Nährstoffe nicht aus Unrat herstellen, sondern Unrat verwenden wir dann ausschließlich dazu, den in Kohlenstoff umzuwandeln und zu verfeuern, sondern dass wir quasi zuerst stellen wir sicher, dass wir Nährstoffe herstellen aus den Gelee-Nüssen. Und sobald wir da dann Nährstoffe haben, und da müssen wir vielleicht schauen, dass wir die Nährstoffe nicht überproduzieren, denn sonst werden die Nährstoffe zu Abfall. Dass wir da ein gutes Verhältnis hinbekommen. Und was wir hier dann haben, hier sehen wir, da gibt es ein paar Alien-Nester. Das heißt, sobald wir hier in dieses Gebiet reinkommen, da wird es dann effektiv wichtig sein, eine Verteidigung mit am Start zu haben. Aber ich baue da drüben mal was auf. Wir werden die ganze Verarbeitung da auch nach drüben nehmen und dann lediglich die Bakterien, die können wir hier nach drüben verfrachten, denn die müssen ja sowieso zu Eisenerz zerfallen, und den Kohlenstoff können wir auch nach hier drüben verfrachten für unsere Stromproduktion. Ich habe hier mal versucht, etwas aufzubauen mit dem Ziel, hier an erster Stelle mal die Nährstoffe zu produzieren. Nur aus den Gelee-Nüssen können wir nicht direkt die Nährstoffe herstellen. Entweder brauchen wir da den Yamako-Brei,
der aus der anderen Herstellungspipeline kommt, oder wir brauchen den Bioflux, und für Bioflux brauchen wir auch wieder Yamako-Brei. Drum denke ich, wir schauen uns erstmal die Kupferverarbeitung an. Die scheint etwas einfacher zu sein, denn da können wir aus Yamako Yamako-Brei machen und aus Yamako-Brei Nährstoffe. Und dann müssen wir schauen, wie bringen wir das mit der Eisenproduktion überein. Aber so wie ich das sehe, wird das ein Projekt für nächstes Mal werden. Ich denke, das Setup für Kupfer ist dasselbe. Das heißt, das kann ich schon mal vorbereiten. Aber dann müssen wir schauen, wie sieht die Pipeline Nährstoffe und die Bakterien aus. Aber all das in der nächsten Folge. Also bis dann und tschüss!